Ulrich wollte noch was sagen. Ja. Danke. Ich greife einfach ein paar Stichworte auf, die vorhin noch fielen. Das Thema Asylanten. Also mir geht es ja auch immer ein bisschen darum, wie können wir uns verhalten in Diskussionen, und das ist jetzt, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Thema, weil auf einmal Friedensbewegte zu Asylantenfeinden werden, wie man feststellt, wie zum Beispiel der Jürgen Elsässer. Also zunächst einmal vollkommen richtig, was Angela heißt, will, gesagt hat, die Probleme kommen aus Europa. Dass die Leute zu uns stürmen, ist westliches Versagen. Und dafür sollten wir uns auch irgendwie verantwortlich zeigen. Das Problem ist also erst einmal nicht, dass zu viele Asylanten da sind, sondern dass sie entstehen. Ja. Ich denke auch, wir könnten, wenn es wirklich darum ginge, sehr viele Leute aufnehmen. Jetzt erwähne ich Jürgen Elsässer. Der Mann, den sehe ich sehr zwiespältig. Ja. Der hat viele Seiten, er informiert sehr gut, er hat viele gute Quellen und vor allem hat er ein Buch geschrieben, das heißt Terrorziel Europa. Das ist schon etwas älter. Er hat damals zu 9/11 geforscht, er war in einer Gruppe eingesetzt, die dann aufgelöst wurde, weil scheinbar diese Forschung nicht so willkommen war, und darüber hat er dieses Buch geschrieben, und da sieht man, wie damals schon dieser Terror eigentlich bewusst gestürt wird. Das heißt, diese ganzen uns feindlich gesonnenen Ausländer wurden bewusst darin unterstützt, Terror zu machen. Und er rechnet wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund damit, dass dies wieder geschieht. Das heißt, wir haben die Gleichzeitigkeit, dass im Mittelmeer Leute ermordet werden, die Asyl suchen, dass also Asylsuchende mit brutaler Gewalt abgewehrt werden, gegen jegliche Menschlichkeit. Und gleichzeitig können bestimmte Leute vollkommen ungehindert hier eindringen, können ihre Religion zelebrieren, was ja an sich noch ganz nett wäre, aber wir wissen ja, wie die Religion von IS ausschaut, und wir kennen die Aussagen, schneidet in die Kehlen durch. Das könnte also auch eine Agenda sein, die im Zusammenhang mit dem erwachsenen Osmanischen Reich hier noch große Blüten treibt. Und dagegen sich zu verwehren, das ist durchaus auch etwas, was die Friedensbewegung tun kann. Das heißt, wenn wir in diese Zwickmühle, in diese argumentative Zwickmühle kommen, können wir gleichzeitig sagen, ja, es ist ein Verbrechen, wie mit Asylanten umgegangen wird, die ermordet werden. Deutschland soll offen sein für Leute, die Not leiden, aber es ist auch ein Verbrechen, dass in einem Land, in dem alles und jeder überwacht wird, Leute vollkommen ungestört Mordpläne entfalten können, entwickeln können. Und dies wird wahrscheinlich, wenn wir Elsässer glauben, und ich halte das für sehr wahrscheinlich, derzeit geschehen. Also diese Gleichzeitigkeit ist wichtig festzustellen. Ja, hat jemand zu mir ins Ohr gerade noch während der Rede von Angela gesagt, vielleicht merken ja die europäischen Politiker dann irgendwann, dass etwas nicht stimmt. Ja, die wissen es schon lange. Das ist eine Agenda, was hier sich vollzieht. Und diese Probleme sind ja nicht die Probleme der Mächtigen, sondern sind unsere Probleme. Deshalb stört die Mächtigen das nicht. Die wachen nicht auf. Die machen weiter. Angela hat gerade auch noch das Geld angesprochen. Und wir hatten ja dieses Thema schon, Superreiche und Hochfinanz. Ich möchte hier einfach nochmal ein kleines Zahlenspiel anbringen. Ich glaube, ich habe es noch nicht genannt. Wer kennt die Forbes-Liste der reichsten Leute? Kennt die niemand? Ja. Es ist also forbes.de oder weiß ich was, ganz einfach zu finden. Das sind alle Leute verzeichnet, die mehr als eine Milliarde haben. Die reichsten dieser Reichen haben 80 oder 90 Milliarden. Also Bill Gates ist der zweitreichste, den reichsten vergesse ich jedes Mal. Alle Milliardäre, also alle Leute, die mehr als eine Milliarde haben, zusammengerechnet bis zu den angeblich reichsten Menschen der Erde, haben zusammengerechnet 6 Billionen Dollar Reichtum. Ist viel, ja, irgendwie schon. Aber es ist nicht wirklich viel. Ich habe einen Telepolis, also noch einmal, ich empfehle, lest Telepolis. Die Zeitschrift, also Internetzeitschrift, ist nicht wirklich nur gut, aber sie enthält durchgehend viele wertvolle Informationen. Das ist also für mich immer noch das wichtigste Magazin. Ich habe kürzlich einen Telepolis-Artikel gelesen, wo verzeichnet war, dass die 6 größten Banken der Welt alleine zwischen 2000 und 2012 oder 2007 und 2012
jeweils von 500 Milliarden auf jeweils 2,5 Billionen an Assets im Schnitt gekommen sind. Das heißt, die 6 größten Banken der Welt haben irgendwas um die 14 Billionen Dollar. Das ist jetzt die amerikanische Staatsverschuldung nicht dabei, die viele Billionen beträgt. Also das sind alles Werte, die irgendwo versickern. Und jetzt können wir unterstellen, dass das bei den Kleinsparern irgendwie verteilt ist, aber nachdem wir exponentiell denken müssen, müssen wir das der Hochfinanz zuordnen. Hochfinanz, da fallen dann natürlich nur 2 Familiennamen ein, es sind wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mehr. Das ist dieses große Tabuthema, wo man wieder als Antisemit beschimpft wird. Ich will bloß diese Zahlen anführen. Also wir müssen damit rechnen, dass es wahrscheinlich einige wenige 100 Billionen Dollar an Assets auf dieser Welt gibt. Und die Milliardäre haben nur 6 Billionen. Auch wenn heute jemand fordert, die Millionäre und Billionäre sollten für die Staatsverschuldung aufkommen, das ist vollkommener Humbug. So schön eine Umverteilung wäre. Aber das Geld wäre locker da, um soziale Netze zu pflegen, wenn nicht die Staatsverschuldungen wären. Und die Staatsverschuldungen, wissen wir, nähern sich aus Geld, aus Schulden. Also das ist das Problem. Das muss man ganz klar vor Augen haben. Wenn irgendjemand sagt, die Millionäre sollen für die Armen bluten, das klingt schön, ist Quatsch, so gern wir eine Umverteilung mögen. Gut, das waren nur ein paar Informationen noch am Rande. Dankeschön, Ulrich. Na gut, heute kam ja ein paar Mal Rogesa und was, wie heißt das andere jetzt da? Na, weiß ich nicht. Rogesa und davor gab es ja auch noch mal irgendwie, wie hießen die? Ist ja auch eigentlich egal. Ich persönlich bin eigentlich eher erschrocken über diese Bewegung. Ich bin eigentlich erschrocken, dass man unbedingt ein Feindbild braucht, dass wir unbedingt eine, ja, ich will mal sagen, eine Minderheit aus einer Religion anprangern müssen, um ein paar tausend Menschen auf die Straße zu bekommen. Denn das ist nicht das wirkliche Übel. Das wirkliche Übel wurde eben angesprochen, Ulrich hat es auch gesagt, das ist eigentlich das Schuldzinssystem. Wenn man sieht, wenn man heute arbeiten geht, 50% werden ja vom Brutto schon mal abgezogen. Ein Großteil davon sind Steuern, das heißt, wir bezahlen die Zinsen der Staatsverschuldung damit. Dann bezahlen wir Miete. Auch da sind wir um die, hatte ich letztes Mal gelesen, 40%. In den Mieten sind Zinsen, dann kaufen wir ein, auch dort sind überall wieder Zinsen versteckt, die Unternehmer müssen Zinsen bezahlen für Investitionen, müssen Zinsen bezahlen für Warenkredite. Und wie Ulrich das eben auch schon so gesagt hatte, es ist überhaupt gar nicht genug Geld da, es existiert überhaupt gar nicht genug Geld, um die gesamte Verschuldung der Welt zu bezahlen. Und dann sollten wir uns überlegen, das war so eine Frage, die hatte ich früher immer so im Kopf, bevor ich mich mit dem Finanzsystem mal auseinandergesetzt habe. Jedes Land dieser Welt ist hoch verschuldet. Bei wem? Wer ist der Gläubiger? Die Schulden kennen wir alle, aber wer ist der Gläubiger? Wenn ein Staat Schulden hätte und der nächste Staat nicht, der hat Plus, dann würde man sagen, okay, der eine hat beim anderen Geld geliehen, alles ist gut, ganz normaler Vorgang. Aber alle sind verschuldet, alle sind hochverschuldet. Und das ist einfach, weil in unserem Finanzsystem das Geld geschöpft wird, indem Geld durch Kredite überhaupt ausgegeben wird, aber niemals die Zinsen dazu erschaffen werden. Das heißt, das Geld der gesamten Zinsen, die aufgelaufen sind, auf der ganzen Welt, die können überhaupt nicht zurückgezahlt werden, weil dieses Geld existiert überhaupt nicht. Und wenn man das weiß und wenn man das begriffen hat, wie unser Schuldgeldsystem funktioniert, da gehen die Menschen nicht auf die Straße. Wenn im Gaza Familien zusammengebombt werden, dort ein Genozid stattfindet gegenüber das palästinensische Volk, ja, dann gehen mal
einige Menschen mal ganz kurz auf die Straße und dann war es das. Wenn in der Ukraine, in der Ostukraine jetzt ein Genozid stattfindet, dass die Ukrainer ihre eigenen Brüder und Schwestern ermorden in einem Genozid, da gehen nur wenige auf die Straße. Aber wenn ich ein Feindbild schaffe für den Islamismus und den vorne anstelle und dann ein paar Rechte einlade, dann habe ich plötzlich 4.000, 5.000, 6.000 Leute auf der Straße. Und das ist das, was für mich total unfassbar ist. Hier wird, und das ist seit 9-11, seitdem diese Flugzeuge so komisch geparkt haben in Amerika, in New York, in diesen Türmen, wo drei Türme eingestürzt sind, obwohl nur zwei Flugzeuge getroffen haben. Also unfassbar. Seitdem wird uns ja der Muslime als Terrorist ja in den Kopf gehämmert. Und ihr braucht bloß einen Versuch machen, macht die Augen zu und dann, wenn ich sage, stellt euch einen Terroristen vor, dann werden die meisten von euch mir den gleichen Menschentyp beschreiben, weil man uns den in den Kopf gepflanzt hat. Da sehen wir jemanden mit einem langen Bart, der irgendwo in einer Höhle in Afghanistan sitzt und hochkomplizierte Fluggeschichten dort koordiniert, dass da Flugzeuge in irgendwelche Türme reinfliegen, damit mit zwei Flugzeugen drei Gebäude einstürzen können, ja? Und wir hatten schon mal in Deutschland die Verfolgung einer Religion und ich möchte das hier nicht nochmal erleben. Und eins weiß ich, das was damals, jemand kennt vielleicht, oder der eine oder andere kennt vielleicht den Film Schindlers Liste, ich werde einer davon sein, der die Menschen, der den Menschen hilft. Es sind vielleicht 2%, die den muslimischen Glauben für ihre Gräueltaten vorne ansetzen, als Aushängeschild. Und die Menschen gehen auf die Straße, momentan natürlich, sie sagen, ja, wir laden alle Ausländer ein und wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind gegen den Islam. Wie schnell kann so etwas kippen? Das ist brandgefährlich. Und deswegen, wir sind auch schon aufgefordert worden, als Mahnwache Stellung dazu zu nehmen. Ich hatte eine Orga-Gruppe bei uns dann auch geteilt und ich bin nicht dafür, irgendwie eine positive Stellung zu beziehen. So viel kann ich nur dazu sagen. Wenn diese Gruppierungen, mal anders gesagt, ich weiß, dass nicht alles, was uns berichtet wird, über diese Gruppierungen stimmt. Ich habe selber Handyaufnahmen gesehen, Handyvideos gesehen, dass Menschen, in Köln war das glaube ich, in Köln eingekesselt worden sind von der Polizei, aufgefordert wurden, den Platz zu verlassen. Wasserwerfer würden sonst eingesetzt, man konnte sie auch schon im Hintergrund sehen, dass sie ankamen. Aber die Menschen konnten den Platz gar nicht verlassen, weil sie waren eingekesselt von der Polizei und die Polizei ließ sie nicht durch. Also es wurde dort tatsächlich eskaliert von Seiten der Staatsmacht. Deswegen, es stimmt auch nicht alles, was wir über diese Bewegungen hören. Mir geht es einfach nur um den Grund, warum diese Menschen auf die Straße gehen, was sie als Aushängeschild haben. Und es wäre schön, wenn diese Menschen einfach wirklich für den Frieden für alle Menschen auf die Straße gehen. Das beinhaltet natürlich auch, dagegen solche Terroraktionen zu sein, wie dieses IS oder Islamistischer Staat oder wie die sich halt schimpfen. Was die abziehen, das ist ja auch gegen die. Aber nicht das auf eine Religion zu beschränken und das vorne als Aushängeschild draufzustellen und raushängen zu lassen. Da kann ich nicht mit konform gehen. Das finde ich brandgefährlich und das finde ich auch nicht in Ordnung. Und ich finde, das ist einfach. Und ich finde es traurig, dass die Menschen so etwas brauchen. Und wenn sie ein Feindbild brauchen, dann sollen sie sich mal angucken, was so in den ganzen Ländern abgeht, was wirklich, was in Gaza abgeht, was in der Ukraine abgeht,
was in Afghanistan, überall, wo Krieg herrscht, was dort abgeht. Die sollen sich anschauen, dass völkerrechtswidrig von Deutschland aus mit Drohnen Menschen umgebracht werden, ohne Gerichtsprozess. Die sollen sich angucken, was in Guantanamo passiert, mit Menschen ohne Gerichtsprozess. Und dann haben sie genügend Feindbilder und brauchen keine Religion da vorne anzustellen, wo sie 1-2% dieser Menschen dazu benutzen, um eine ganze Religion in Verruf zu bringen. Alle sind so und schneiden anderen Menschen Köpfe ab. So ein Schwachsinn. Und wir haben hier auch Muslime hier auf der Mahnwache. Und man kann mit diesen Menschen, das sind wunderbare Menschen, man kann mit denen wunderbar umgehen. Und ich finde es einfach eine Schweinerei, wenn man die Menschen dann so verunglimpft. Und wie gesagt, ich finde es brandgefährlich. Wir hatten schon mal das mit dem Stern, mit dem Gelben. Das brauchen wir nicht nochmal. Diesmal mit einer anderen Religion hinten dran. Ich denke, das brauchen wir nicht. Das sollten wir auch nicht unterstützen. Hallo. Okay, das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen, weil das war mir halt einfach total wichtig. Gibt's noch jemanden, der gerne hier noch... Ulrich möchte gerne nochmal. Okay, Ulrich. Ja, ich greife einfach die Sachen nochmal auf, die da kamen. Also die Sache mit den Islamisten. Ich rechne damit, dass wir mit den Islamisten noch ein echtes Problem kriegen. Ja, ich rechne, wissen tue ich es natürlich auch nicht, aber ich befürchte tatsächlich, dass sie hierher auch kommen und irgendwann Kehlen durchschneiden. Das ist natürlich nicht etwas, was die meisten Menschen des Islam tun, ja, sondern das ist natürlich klar, dass das gesteuert ist. Wir wissen ja auch, dass der Wahhabismus, diese blutige Auslegung des Islam aus Saudi-Arabien kommt und weltweit mit viel Geld gepusht wird. Ja. Das heißt, da muss man unterscheiden. Was wichtig wäre, ich glaube, das ist sehr schwierig, aber es wäre wahrscheinlich die einzige Chance, bestünde darin, dass wir mit Muslimen in Austausch gehen und gemeinsam feststellen, dass die Leute, die zündeln auf beiden Seiten, anstiften zum Konflikt auf beiden Seiten, die gleichen sind. Es kommt nun mal aus dem Westen. Woher es kommt, ist ja am Ende egal. Wir werden wahrscheinlich auch sehr viel Böses aus dem Islam erleben, wenn tatsächlich dieses Osmanische Reich auflebt. Wir merken ja auch, wie der Erdogan immer strenger die Zügel zieht und Demokratie kaputt macht. Das heißt, es ist aus der Richtung mit Schlimmem zu rechnen. Aber wir wissen ja, dass die Unterstützung, dass er all dies nur tun kann mit der Unterstützung des Westens. Das heißt, es ist am Ende gewollt. Das heißt, wir müssen uns zusammenhängen und müssen feststellen, dass wir in einem Boot sitzen. Es sei an der Stelle angemerkt, ich kann es auch nicht beurteilen, es gibt Quellen, die besagen, dass wenn man den Namen Allah übers Hebräische rückübersetzt, dass man dann auf den Gegner käme. Ja. Das heißt, damit ist der Allah auch nicht schlimmer als irgendwelche anderen Götter auf dieser Welt, die ich vorher angedeutet habe. Aber eventuell, was auch vielen Muslimen nicht bewusst ist, es wäre eine Forschungsgeschichte, wo man weitergehen müsste, als ich jetzt mit dieser puren Aussage. Eventuell ist man auch nicht bei Gott, dem Schöpfer, wenn man dem Islam anhängt. Und natürlich, wenn man der extremen Auslegung anhängt, sowieso nicht. Es sollte jedem Menschen klar sein, dass unser Gott nicht will, dass gemordet wird. Es gibt auch Prophezeiungen, die besagen, dass die katholische Kirche und der Islam zusammengehen. Das natürlich auch nicht im Sinne Gottes des Schöpfers. Ja. Ich erwähne das nur. Das sind Dinge, die kann man in den Hinterkopf tun, ob das kommt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn sowas kommt, dann sind wir drauf gefasst und wir wissen in diesem Fall, so schön dann alles kommt und auch wenn der große Frieden versprochen werden wird, wir haben es dann definitiv nicht mit dem Gott zu tun, der die Erde retten will. Noch eine kleine Anmerkung nochmal. Wie gesagt, danke. Ja, wo du gerade jetzt die katholische Kirche ansprachst und sagst, das ist nicht im Sinne. Ich persönlich, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Ich bin als Protestant, sag ich mal, erzogen worden, ich bin auch irgendwann mal konfirmiert worden.
Ich bin dann irgendwann aus der Kirche ausgetreten und nicht nur wegen der Kirchensteuer, das war zwar auch ein Grund, aber nicht nur. Und jeder kann auch seinen Glauben so leben, wie er das möchte. Da bin ich auch völlig offen gegenüber den Menschen, die für sich einen Glauben haben und angenommen haben und sagen, das ist okay. Mir ist es auch egal, welcher Glaube das ist. Aber ich sehe viel, viel mehr Negativen in dem Ganzen, was als Gemeinschaften, als Religionsgemeinschaften den Menschen verkauft wird. Dazu zähle ich auch die katholische Kirche. Und ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn derjenige, der für die Katholiken also sozusagen als Messias dort erwähnt wird, wenn der wiedergeboren würde, ich glaube, das wäre der Erste, der die katholische Kirche erstmal zunichte machen würde. Denn ich glaube nicht, dass das im Sinne von irgendjemandem sein kann, dass Kinder misshandelt werden, dass Kinder missbraucht werden und das auch noch unter dem Deckmäntelchen der Kirche und solche Sachen. Und von daher glaube ich, jeder soll für sich zu Hause das glauben, was er möchte, aber wir sollten das wirklich als eine Privatsphäre sehen. Und alles, was sich dann so als Gemeinschaften nach außen tut, und da kann man alle nehmen, das ist egal welche, dann wird es irgendwann wird's schief, weil die Menschen glauben einfach nur noch und hängen dem nach, was da oben gesagt wird. Und es gibt dann wieder andere Kräfte, die es ausnutzen und auch nicht unbedingt immer zum Positiven. Und wenn ich sehe, die katholische Kirche, wie viel Vermögen die hat und sagt, ja, mit dem Kapitalismus, das ist alles nicht schön und nicht gut und die Menschen müssten nicht alle hungern, dann sollen sie mal anfangen mit der Nächstenliebe, sollen mal ihre Sachen versilbern und sollen erstmal damit die Menschen satt machen und dann können sie über andere Sachen sprechen. Vorher nicht. Okay, ja. Gibt es noch jemanden, der noch was sagen möchte? Du möchtest was sagen, alles klar. So, kann auch gerne bitte direkt mal hier stehen bleiben. So, Sie meinen jetzt gerade die Heilige Römische Katholische Kirche? Lauter sprechen. Lauter. Warum sollte ich? Ich will auch nicht verstehen. Okay. Die Heilige Römische Katholische Kirche, wie Sie gerade meinten, dass sie ja, es kam mir gerade so im Publikum vor, dass sie sie als Kinderschänder bezeichnet hatten. So, ich bin selber römisch-katholisch getauft. So, doch allerdings, was Thebats von Elst angerichtet hatte, mit mehreren Milliarden Euro in seinem hässlichen Bunker da, das können sie nicht auf die römisch-katholische Kirche schieben. Wie können sie sich das beantworten? Ich habe nicht von dem Elst gesprochen, mit seinen Millionen, die er da veruntreut hat, für sich persönlich. Das war ja eigentlich eine persönliche Geschichte. Ich gehe da eigentlich auf Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, im Kinderheim, wo heute traumatisierte ältere Menschen endlich anfangen können, das zu verarbeiten, was ihnen angetan worden ist, Misshandlungen, die ihnen angetan worden sind, über Jahrzehnte, die jetzt anfangen und jetzt Prozesse führen gegen die jetzt noch leben. Das sind solche Sachen und auch andere Sachen, die in der Vergangenheit aufgetaucht sind. Ich beziehe es nicht auf eine einzige Person, sondern ich habe einfach nur gesagt, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und das ist genau das, was immer wieder passiert. Sie haben gerade aber den heiligen Messias dazu berufen. Und das kann absolut nicht sein, weil damals, was vor so gesehen 2000 Jahren war, so, das kann man heutzutage nicht mehr als dasselbe nennen. So, und so wie Sie es gerade meinten, hätten Sie damals gesagt, so, ja, die Heilige Römische Katholische Kirche will irgendwelche Kinder misshandeln, dann wären sie direkt aufgehangen worden. Es tut mir leid, das jetzt gerade so zu nennen, aber es ist einfach so. Entschuldigung, aber ich möchte mich auch, also ich würde mich gerne gerade mit Ihnen darüber unterhalten. Allerdings finde ich das, was Sie jetzt gerade sagen, es ist einfach nur sinnlos, da was Sie sagen, einfach absolut keinen Sinn ergibt. Ja. Sie haben gerade den heiligen Messias Jesus Christus, wie Sie ihn gerade auch nannten,
haben Sie gerade als Kinderschänder bezeichnet. Und ob... Da bin ich einfach dagegen, dass die komplette römische katholische Kirche meint, dass jeder Pfarrer direkt sagt, so, ja, hier, das ist ja mal ein Pfarrer. Aber es kommt mir so rüber. Gut, dann hast du falsch verstanden. So. Okay. Moment, ich drehe mich mal zu Ihnen. So, ich muss mich entschuldigen, wenn ich jetzt was falsch verstanden habe. Aber es kam mir einfach etwas koscher rüber. Okay. Okay. Schönen Abend. Alles klar. Und übrigens, nicht alle Islamisten sind scheiße. Richtig, ganz genau. Gut, dann sollen Sie das. Es gibt überall Gute und Böse. Und das meine ich damit. Man soll keinen verteufeln, egal in welcher Richtung. Einfach nur über einen Kamm scheren. Nicht alle Islamisten sind kacke. Okay. Wollte noch jemand was sagen, oder? Du musst leider noch was sagen. Warum leider? Es ist leider nicht. Ja, aber es kommt mal so rüber, also es kam mir einfach gerade so rüber. Hallo! Er Jesus, also Gottes Sohn. Ich wollte nur mal zeigen, dass man auch ganz schnell was für Leute tun kann, die sich gerade nicht so gut fühlen, weil sie aus irgendeinem anderen Land gekommen sind, geflüchtet vom Krieg. Und jetzt hocken die in Fallersleben in irgendeinem Gewerbegebiet. Vielleicht kam es und ja, haben halt nichts und der Winter kommt jetzt. Und dann dachten wir, in der Jugendwerkstatt habe ich angezettelt, dass jeder mal so ein Spielzeug macht für die Kinder. Und wir Päckchen verteilen, sozusagen Schuhkarton zu Weihnachten. Und jeder hat 2 gemacht von 10 Leuten und da kommt schon einiges zusammen. Also... Wisst ihr ja Bescheid, das ist von den Falken organisiert, das ist aber auch nicht wichtig. Ihr könnt ja einfach mal hingehen. Danke. Klasse, danke schön. Und das meine ich damit, man kann im Kleinen was tun, man kann im Regionalen was tun. Und wenn jeder in der Region etwas tut, wie gesagt, wir sind über 120 Mahnwachen in ganz Deutschland. Und wenn jeder in seiner Region ein bisschen was tut, dann können wir auch Großes bewegen. Aus uns heraus. Und das ist eigentlich der Sinn unserer Mahnwache. Und das ist der Weg, den wir gehen können. Helmut, du wolltest noch was sagen? Ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich meine, es ist ja immer wieder das Gleiche. Am 16.12. wird der Willy Wimmer sprechen und der ist ein CDU-Politiker, der wieder zurück zu, eigentlich zu Brandt will, also der Entspannungspolitik machen will. Der sagt eben, die Merkel macht keine richtige Entspannungspolitik. Und er sagt, Brandt, aber auch Kohl sei ein Mensch gewesen, der mit Kohl sei der Jugoslawienkrieg nicht möglich gewesen. Deswegen mussten sie den sozusagen abschießen. Und gut, er war ja auch schon ein bisschen alt und verbraucht und so weiter. Also von daher jedenfalls ist dieser Willy Wimmer ist ein interessanter Typ und ich möchte darauf hinweisen, das nächste Mal verteile ich Flyer, dann wird es ein bisschen genauer, ein bisschen bunter. Danke, Helmut. Ich bin zwar nicht für die ganzen Parteien, aber Willy Wimmer ist wirklich ein interessanter Mann und ich denke, das lohnt sich auch, da zu dem Vortrag hinzugehen. Ja, okay. Ja, ansonsten, wenn keiner mehr etwas beitragen möchte, dann unterhaltet euch noch. Wir bauen im Hintergrund langsam mal ein bisschen wieder ab und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, friedliche Woche, sprecht mit Menschen und nächste Woche Montag sind wir wieder hier, 18 Uhr. Danke.